Was war das denn? Das war scheiße, war das. Nur, dass du es weißt, du erbärmlicher Kackhaufen. Du bist ein erbärmlicher Kackhaufen, du Arsch. Kehrmaschine! Ah, verdammt. Nicht getroffen. Doch da. Oh. Okay, komm schon. Ich brauche Autos. Ich brauche mehr Autos. Gebt mir Autos. Da sind Autos. Ja. Nein. Du Scheißhaufen. Ah, ja. Ja. Nein. Ja, überfahr mich, hast du recht. Genau. Ja. Da hätte jetzt noch direkt ein Auto nachkommen müssen, aber nein. Das Auto hat so. Ah, was ist das für ein interessanter Bug? Was denn? Meine Kombi wird unterbrochen, weil mein Typ auf einmal automatisch an deren kleben bleibt. Anstatt am Auto ist Magneten. Okay. Merkwürdig. Jetzt gerade voll. Voll Chaos. Ich liebe es. Ja, manchmal, ich habe ja auch gerade so ein bisschen Chaos auf der Kreuzung, aber jetzt ist gerade wieder so eine Stelle, wo relativ wenig Autos hier unterwegs sind. Ah, Roller. Fuck, dem Auto hätte ich jetzt voll reindonnern müssen. Nein! Oh. Wenn du springst und, Alter. Wenn du springst, ne, springt einfach mal über die ganzen Autos, auf die du zuspringst, drüber. Das ist kacke. Tja. Ja, komm. Oh, Mann. Fuck you. Ja, toll. Das war jetzt nicht so geil. Mann, wo bleiben denn die Autos aus der Richtung? Ich brauche mehr Autos. Ah, jetzt kommen sie. Oh. Worauf schießt der Typ? Ja, egal. Naja. Dahinter. Toll, ganz toll, Fickgesicht. Nicht beschweren, Daniel. Ja, doch. Ich habe einen Grund, mich zu beschweren. Ah. Tust du nicht. Begib dich in einen anderen. What the fuck, der Bonusbereich ist ausgeschöpft. Ja, natürlich. Halt, stopp. Ich will gar nicht mehr überfahren werden. Gib mir einfach ein Auto, ey. Scheiße. Das schaffen wir wieder nicht. Was soll denn die Kacke? Warum sind Bonusbereiche irgendwann ausgeschöpft? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ah! Au. My ass. Hunderttausend. Jetzt müsste noch jemand so eine alles zerfickende Mega-Kombo schaffen, aber.
Aber ich habe hier keine Autos mehr. Da. Dieses Drecks. Ah. Scheiße. No. Nein. Das war so knapp. Fickt euch doch. Ah. Könnte ich ausrasten. So knapp. Ich hätte vorhin ein Combo hingekriegt, aber leider dachte sich ein gewisses Spiel. Ich denke, du musst dich wieder auf den Boden der Tatsachen teleportieren. Und jetzt? Jetzt haben wir Hubschrauber. Schießen den Typen in die Eier. Zeigen ihnen, dass wir wütend sind. Fehlen ihnen Wir ihre sind Flecker von uns abzulenken. wütende Tiger. Das ist ein wütender Affe. Oh. Das ist der wütende Lustmolch. Nein. Er squischt ihn mit meinem Shotgun. Fuck you. Na, ich hatte ihn ja eh schon als Geisel genommen aus Versehen, also von daher. Der kommt wieder. Ja, der kommt irgendwann wieder. So. Ist im Weg, ist im Weg. Na, ah, schon wieder so eine Mission. What's the building count? Four towers downtown. Must say I'm pretty pleased with how this has gone, mate. That's because I'm on top of this shit. I think you're just lucky. Hate. I feel the hate. Fünf Stops. Ah. Mit Onkel Pierce. Ah, klasse. Fünf verdammte Stops. Ah, Mann. Ernsthaft. Eine scheiß Tankstelle. Fucking Pierce. Oh, yeah, I'm so fucking happy for you. You just pissed because I didn't get you anything. It's the blood pumping. To my loins. Oh! Was denn? Oh, oder? Was Pierce überhaupt? Da unten. Oh, shit, da. Okay, wo fährt Pierce jetzt hin? Hä? Was genau? Irgendwas. Vielleicht irgendeine Comic-Convention. Bestimmt. Das Gebäude würde sich dafür hinmachen. Das stimmt allerdings. Was soll denn das sein? Think that's enough? Better be. Hä? Ich würde echt fast sagen, das ist ein Supermarkt-Bürokomplex. Wenn ich raten müsste. Könnte sein, ja, wegen den Fenstern und so. Sieht ein ich bisschen meine, das aus wie untere Bereich ist Bioshock. Supermarkt und dann der obere ist so ein riesiger Bürokomplex. Ja, kann durchaus sein. Aber mich erinnert die Struktur von dem unteren Teil halt irgendwie extremst an Bioshock gerade. Oh. Ah, Bioshock 1 hat ja auch dieses Kackproblem. Eigentlich hatte ich mich voll darauf gefreut, das Projekt dann wieder aufzunehmen. Und dann ist das so alles für den Arsch gewesen, weil die ganzen Aufnahmen wieder nicht funktioniert haben. Dadurch, dass der scheiß PC abgestürzt ist, ey. Und jetzt müsste ich, ja, ab einem gewissen Speicherstand nochmal alles neu spielen und aufnehmen. Was halt übelst nervig ist. Dann würde ich dir raten, ihm einen Sicherheitssafe zu setzen. Ja, ich verstehe nicht, wieso der PC sowieso abgestürzt ist. Es war. Irgendwas stimmt mit meiner Grafikkarte nicht. Soll mit deiner Grafikkarte nicht stimmen?
Ja, keine Ahnung, manchmal. Das wird wohl an meiner Grafikkarte liegen, denn erscheinen auf einmal überall auf dem Bildschirm rote Punkte und dann stürzt der PC ab. Interessant. Ist da irgendwas beim Zusammenbau, weil ich habe mir den PC ja in Einzelteilen bestellt und dann zusammenbauen lassen von einem Kumpel vom Jonas. Und dass da wohl irgendwas schiefgegangen sein muss, dass das passiert. Vielleicht wird die Grafikkarte, kriegt die manchmal eine Überhitzung oder so und dann stürzt die ganze Scheiße ab. Ich meine, das passiert nicht jeden Tag, aber das passiert schon so alle 3 Wochen einmal oder so. Ja, wenn die Grafikkarte eine Überhitzung bekommt, dann wäre das Problem aber öfters. Keine Ahnung, irgendwo ran muss es liegen. Blick da nicht ganz hast du mal die alten Treiber, die installiert und neue installiert? Ja, habe ich schon versucht mit den Grafikkartentreibern. Da ist Problem? Nö. Oder trat es erst mit den neuen Treibern auf? Ach so, nee, das war schon immer. Also ich hab versucht, einfach neue zu installieren, damit es weggeht, aber es ging immer noch nicht weg. Also. Keine Ahnung, wieso und warum und weshalb und Baum. Es ist mir zum Glück jetzt noch nicht während einer Aufnahme oder sowas passiert, bis jetzt halt nur bei Bioshock. Aber bei Bioshock ist es mir dann an einem Tag 2-mal hintereinander passiert, was ich auch wieder nicht verstehe. Weil es ist mir das erste Mal passiert, da habe ich mir noch gesagt, okay, du spielst es jetzt einfach alles nochmal, auch wenn es nervt. Auch wenn es nervt und dann nimmst du wieder ab der Stelle auf. So, dann habe ich das alles nochmal gespielt, ab der Stelle aufgenommen und dann habe ich irgendwie 5 Minuten weitergespielt und dann ist es schon wieder abgestürzt. Verstehe ich aber nicht, weil es in der ersten Aufnahmesession nicht einmal abgestürzt ist. In der ersten Aufnahmesession hat alles ohne Probleme funktioniert. Egal. So, da unten ist noch ein. Ja. Aber sehen wir es positiv, wenn wir die Dinger jetzt machen, dann haben wir. Warte, ich habe gerade Geld runtergeladen. Was geht mit der? Steig auf. Was? Hä? Komm. Da kann anscheinend noch einer. Das ist nur ein Eissitzer. Warte, mach du mal. Der ist ein Eissitzer. Verdammt. Ey, bleibst du da? Halt, warte, da ist noch eine. Kannst du da drauf? Ja. Auf geht's. Wuhu! Wir brauchen keine Helme, wir sind zu cool für Helme. Deine Haare flattern elegant im Wind, yeah. Yeah. Yo. Oh. Okay, ich denke, du solltest lieber fahren. Okay. Ich bin nicht so der Motorradtyp in Saints Row. Oh, wir sind ja eh da gewesen. Oder wirst du jetzt so viel überleben, da fliegst du viel zu leicht vom Motorrad runter. Ich benutze, wie gesagt, in Saints Row 4 keine Fahrzeuge mehr. Ich bewege mich dann nur noch durch die Superkräfte fort. Benutzt du in Saints Row 4 ernsthaft noch Fahrzeuge? Ich meine, ich habe deinen Let's Play ja noch nicht geguckt. Nur für Nebenmissionen. Eigentlich laufe ich auch nur durch die Gegend. Oder wenn es wirklich eine lange Entfernung ist, dann nehme ich das Screaming Eagle machen, aber sonst. Was ist das für dich so ausgemaxt, dass ich eigentlich nur noch springe, von einem Punkt zum anderen gleite und weiter renne? Ja. Weil, ich meine, wenn es diese Superkräfte schon gibt, hier in Saints Row 3 gibt es sie ja auch schon, ne? Also in dem einen Add-on. Mit dem Nerd, glaube ich. Da gibt's. Hast du die schon gemacht? Nein.
Da gibt's, glaube ich, an einer Stelle so Superkräfte, dass du mega schnell rennen kannst. Aber die hast du wirklich nur für die eine Mission. Das war anscheinend schon so eine Art Prototyp dafür. Wobei es ja, wie gesagt, eigentlich nur ein Add-on sein sollte. Aber okay. Als ich das nämlich damals gesehen habe, als ich das Add-on gespielt habe, habe ich mir so gedacht, okay, daran sieht man jetzt vielleicht, dass es nur ein Add-on sein soll. Sollte ursprünglich. Pierce, don't give a shit. Pierce gives no shit. Pierce only chops for chips. Was? Wuhu. Na, was geht ab? Wir wollen noch was machen. Aber so blöd wie es klingt, ich fürchte, du solltest deine Grafikkarte vielleicht eventuell einschicken lassen. Ah, da hab ich aber keinen Bock drauf. Ich meine, das ist schon seit ich den Computer besitze und das ist jetzt schon über ein Jahr drin. Und ach, keine Ahnung. Ich hab halt. Ich müsste halt erstmal jemanden wieder herbestellen, der mir die ausbaut, weil ich dazu viel zu doof bin. Und. Ja. Das ist viel zu einfach, eine Grafikkarte nicht auszubauen. Ich weiß ja nicht mal, wo ich das Gehäuse aufschraube, okay? Oh mein Gott! Ja, was denn? Was denn? Ich hab den Kack nicht studiert, okay? Ich arbeite in keinem Elektronikfachmarkt, ich muss das nicht wissen. Ich verkaufe Holz. Ich muss das mit 13. Ich verkaufe Holz. Wollte ich nur nochmal erwähnen. Hab schon erwähnt, ich Holz verkaufe. Ich verkaufe Konsolen, DVDs und Musik und Spiele. Und PCs. Keine Computer. Ach, verdammt. Trotzdem weiß ich das. Weißt du auch warum? Weil du ein verdammter Geek bist. Nein, Spaß. Maybe I am. Woo. That was a nice workout.